bevor es losgeht, noch eine kleine Info. Der Drohnenvlog 2 ist ja leider komplett verkackt. Den, ja, also habe ich ja, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich den aus Versehen einfach gelöscht habe. Ich meine die Drohnen-Challenge 2, das hier ist aber der Drohnenvlog. Und ja, bis die Drohnen-Challenge 2 hochgeladen wird, dauert noch ein bisschen, weil ich keine Lust bis jetzt noch keine Lust hatte, die noch weiter zu schneiden. Aber ja, ich habe sie halt schon geschnitten, aber gelöscht, deswegen, ich habe halt keine Lust, die nochmal zu schnitten. Dauert also noch ein bisschen. Zumindest im Landeteil ein kleines Tuning gegeben mit Klebeband und die landet jetzt richtig clean. Das Problem ist nur, zumindest um das mit Klebeband zu kleben, ist das hier viel zu nah an dieser Stelle abgebrochen, deswegen geht das nicht. Dieses Video ist ziemlich random, aber wir streamen heute auch nochmal und ihr seht Simi oder ihr seht auch einen von uns beiden gleich von der Drohne gefilmt und die Drohne macht auch noch ein paar Landschaftsaufnahmen. Wald ist so grün, hier sieht man es noch nicht, aber wir waren jetzt eine Woche oder zwei nicht mehr im Wald. Oder ich zumindest. Und er ist so grün geworden. Hier ist noch so eben wie eine Veranstaltung. Und ich filme jetzt noch mal quer. Hier sieht man es jetzt noch nicht so krass, aber an einer anderen Stelle hat man es richtig gut gesehen. So cool. Man sieht jetzt etwas besser. Alter. Und da hinten, ich muss jetzt ein bisschen zoomen, aber da ist auch noch ein Kirschbaum umgefallen und der blüht jetzt noch richtig schön. Geil. Und ja, wir haben heute, wie gesagt, schon gestreamt. Wir streamen gleich noch, meinte ich so. An dem Tag. Wir haben gestern auch schon gestreamt. Also an dem vorgestern. Ja. Am letzten Aufnahmetag. Und ja, generell so halt, wenn ihr in der Nähe von uns wohnt, dann könntet ihr auch erkennen, wo wir sind. Und dann wisst ihr ungefähr, wo wir wohnen. Aber ich glaube nicht, dass jemand in der Nähe von uns wohnt. Und wenn ja, dann ist es halt eine Person, die weiß, wo wir ungefähr wohnen. Die könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht die Kommentare nicht gesperrt sind, halt einfach unter den nächsten, wo die Kommentare aktiviert sind. Genau. Sorry, dass ich es euch spoiler. Obwohl, vielleicht schneide ich es einfach später rein. Also, an Lukas in Schnitt, schneid das nach den Drohnenaufnahmen rein, damit nicht gespoilert wird. Nee. Schönes Rapsfeld. Ja, jetzt mal wieder der Infotyp. Falls ihr euch wundert, ihr habt ja eben gesehen, dass ich mir selber die Erinnerung gestellt habe, die Drohnenaufnahmen noch davor reinzuschneiden. Aber die Drohnenaufnahme habe ich noch nicht mal mehr. Oder ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt haben. Genau, weil die Drohne ist schon während des Übungsflugs verloren gegangen. Also wundert euch nicht, ich hätte es zwar auch einfach rausschneiden können. Aber ich wollte euch jetzt nochmal diese Perspektive auf das Feld lassen und da wir eh keine Drohnenaufnahme haben, ja, habe ich das dann halt stattdessen gemacht. Also wir haben hier jetzt mal einen Stein reingelegt, vielleicht machen wir noch einen kleineren rein. Mal gucken, ob dieses Trageteil das auch schafft, dass es nicht rausfällt. Cool. Und hier wird es richtig schwer sein zu starten. Ist die an? Wir haben jetzt nochmal einen größeren genommen. Hey, und hat immer noch geklappt. Ist hier zwar schief drin, aber das liegt nur an der Landung. Die anderen Male konnte ich es immer drehen, aber jetzt ist das Format falsch geblieben. Sorry. Geil! Richtig geil. Okay, dann lass jetzt mal zur anderen Location, weil du hast dich ja vertan. Ah, der ist ja zugewachsen. Ja, ist voll zugewachsen. Ah! Au, schön grün, ey, das ist man gar nicht mehr gewohnt. Hui, hui. Und hier das Feld, das sieht auch so geil aus von hier. Ich hoffe, Simi schreibt mir gleich. Wir hatten heute nämlich an dem Tag, wo ich das Studio nochmal auf. Aber wir haben uns für 10 Uhr morgens oder so verabredet. Jetzt haben wir gleich 1 Uhr und er hat immer noch nicht geantwortet. Ich bin's, Simi. Ja, kleiner Fail. Übrigens, warte mal. Oh, sieht man. Scheiße, ich kann nicht ranzoomen, lol. Ah, jetzt. Da hinten seht ihr Fusselu-Flecki. Lauf mal ein bisschen. Ja, da läuft er durch. Ich denke, ihr seht ihn. Ja, wir haben die Drohne verloren. Sie ist hier irgendwo gelandet. Und das Feld ist ziemlich hoch. Höher als wir. Ja, wir haben ein kleines Problem.
Wir versuchen die ja zu finden. Ich hoffe, wir schaffen es, weil das wäre echt ärgerlich. Weil das Feld ist riesig. Ich kann es euch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video jetzt so wahrnimmt. Aber es ist riesig. Ja. Ich hoffe einfach, wir finden sie. Wir sind jetzt hier drin. Da vor mir ist Schussel Flecki. Schaut erst. Ich hoffe, wir finden sie. Ja. Wegt euch, ihr Dummteile, gebt mir jetzt endlich die Drohne. Ah ja, wir töten gerade alle, bis wir die Drohne bekommen. Selber schuld, diese Verfickten. Gebt uns jetzt die Drohne oder ich lösche die komplette Art von Rapspflanzen aus. Ja, ich bin gerade beim Kranken. Nee, aber das ist ja nicht die Sache. Wir haben natürlich nicht alle Pflanzen getötet. Das war nun, also ihr seht ja, wie groß das Feld war. Also wir haben allerhöchstens 0,01% getötet. Also ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass wir irgendwas von der Ernte zerstört haben. Mir taten diese paar Pflanzen schon leid, aber also ich hätte da auch drauf geachtet, dass wir nicht so viele töten. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Nur eine Frau hat uns auch richtig angemeckert, weil wir in dem Feld nach der Drohne gesucht haben. Ja. Fürs Musikvideo. Ich hab Raps zu töten. Fürs Musikvideo. Ich hab Raps zu töten. Ich hab Raps zu töten. Ja, hier nochmal so viele Infos wie noch nie, aber wahrscheinlich kommt das Musikvideo doch nicht. Oder es kommt halt erst in sehr langer Zeit. Wir arbeiten nicht lange, also wir haben noch nicht viel an dem Musikvideo gearbeitet und an dem Song. Und wir können auch gar nicht singen, deswegen wissen wir gar nicht, ob wir überhaupt irgendwann das hochladen. Ja, okay, hier ist das Feld. Also nach oben? Nee. Aber wir könnten nach unten probieren. Aber ich weiß noch nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Das Feld ist so riesig und ich habe das Gefühl, es ist unmöglich, die Drohne zu finden. Wir hätten wir bloß eine Aufnahme gemacht. Auf jeden Fall kommt demnächst ein Song raus, der heißt Ich muss Raps töten oder irgendwie sowas. Da wird sich darüber beklagen. Leute, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier, guck mal, wir haben das komplette Feld hier durchgraben. Komplett krass, aber wir haben diese dumme Drohne immer noch nicht, deswegen holen wir uns jetzt messerscharfe Klingen und mit denen schneiden wir alles nieder. Leute, ich weiß nicht mal, ob wir heute einen Stream machen, weil in diesem dummen Feld finden wir die Drohne nicht mehr. Und deswegen machen wir jetzt auch einen Song, eine Parodie. Ich kann ja euch vielleicht hier schon mal eine kleine Line einblenden. Okay, Leute, jetzt haben wir uns messerscharfe Stangen geholt. Am Mist, man hat es nicht gesehen, wie ich das zerschnitten habe. Achtung. Alter. Dein Raps zu zerstören. Wir werden Raps ausrotten. Na, das vielleicht nicht, aber wir werden uns schon ziemlich hart rächen, bis wir die Drohne gefunden haben. Wir müssen die halt irgendwie finden und das machen wir so. Ey, scheiße, ich habe nicht mit Film. Aber ich schneide euch den Rest der Aufnahme weg. Also in meiner Jacke hat einfach eine 3 Minuten lange Aufnahme gestartet, ohne dass ich das wollte. Genau so check ich jetzt auch zum nicht. Warum ist das denn eigentlich so? Ich bin gerade beim Schneiden. Also nochmal. Ich habe jetzt schon 2 Mal in diesem Video geschnitten. Also schon in Anführungsstrichen. Aber was ich sagen wollte ist, dass die Videos wurden irgendwie komplett in der falschen Reihenfolge gesichert. Weil ihr habt eben ganz viele Videos gesehen, wo wir schon diese messerscharfen Klingen hatten, um den Raps zu zerschneiden. Aber das Video war noch nicht da, wo wir die geholt haben. Also ist alles in der falschen Reihenfolge. Dieser Vlog ist eh hin, also. Dieser Vlog ist eh nicht mehr unterhaltsam, also ja. Einen muss ich hier ergänzen. Dass das ähm,
noch die Aufnahme war, von der in meiner Jacke gestartet hat. Und ich muss das Format drehen. Lass ich drin. Der Vlog ist eh schon hin. Hier war eigentlich noch ein Video. Aber das kann irgendwie nicht abgespielt werden. Komisch. Weiter. Das gleiche wie eben. Mann, was soll das? Wo ist der Horn? Ne, eine Aufnahme. Nicht, das ist fürs Musikvideo eine Szene. Ich würde diesen Vlog ja gar nicht hochladen, wenn da nicht die Drohne drin verschwunden wäre, weil ich denke mir halt auch so, der Vlog ist eh schon hin. Beim Schneiden sind so viele dumme Fehler passiert, also mir sind ein paar Fehler passiert, ganz viel sind auch einfach der App passiert, dass man das Video eigentlich nicht mehr retten kann, aber da ich halt die Drohne verloren habe, wollte ich den Vlog trotzdem hochladen, damit ihr das auch mitbekommt. Schön hier. Ich würde jetzt mein Handy am liebsten aufessen oder runterschmeißen. Ich habe nämlich ein Problem. Die Scheißdrohne ist weg! Da hinten muss sie wahrscheinlich irgendwo sein. Aber ihr seht ja schon hier, wir haben alles durchkreuzt, aber nicht gefunden. Morgen gehe ich hier nochmal mit meiner Mutter hin und Simi kommt auch mit. Hashtag Ehre Simi und meine Mutter. Ah ja. Aber es gibt jetzt wenigstens einen neuen Insider. Ja. Und einen neuen Song kommt dadurch auch raus. Also wird jetzt kein krasser Song, aber wir versuchen unser Bestes. Wird halt eine kleine Parodie, eine kleine Remix. Ey, scheiße. Geht's grauenhaft. Haben wir einfach nicht gefunden. Ich muss generell ein paar Sachen raus schneller machen. Mir geht's grauenhaft. Meine Hose ist versaut, mein T-Shirt ist versaut, Semis Hose ist versaut, meine Jacke ist versaut. Wir haben 2-3 Stunden unseres Lebens gewastet. Und eine Drohne für 300-400 Euro einfach verloren. Morgen gucken wir auch nochmal, aber es ist einfach so ein Scheiß. Ja, was soll ich sagen? Die Formate von den Videos waren alle falsch. Und jetzt muss ich eigentlich noch mal komplett von euch schneiden, aber ich finde die Videos nicht mehr. Mal gucken, wann ich das Video hier schneide. Das ist dieser unnötige Vlog. Aber ich wollte euch halt mitteilen, was mit der Drohne passiert ist. Und am Ende hat meine Mutter sie noch wiedergefunden. Jetzt haben wir sie in den Baum geflogen und kriegen sie nicht mehr raus. Aber mein Vater, ich bin ja auch mit meinem Vater hingekommen. Hingegangen und ob wir sie da runterbekommen haben, das seht ihr dann im nächsten Vlog oder vielleicht auch in der nächsten Drohnen-Challenge. Mal gucken. Jo, am Ende nochmal ein kleiner Sorry. Keine Ahnung, das Video ist irgendwie 3-4 Wochen alt. Ich hatte nur bis jetzt noch keine Lust, das zu schneiden. Also, das ist jetzt schon lange her, dieses Video. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Simi hat letztens ja auch einen Vlog hochgeladen, der hieß Random Vlog. Der Random Vlog, den haben wir irgendwie eine Woche nach diesem Vlog hier aufgenommen. Also sorry, dass dieses Video so spät online kam. Und auch sorry für diese ganzen Zwischeneinspieler mit den Infos. Danke, dass ihr das ertragen habt. Oder dass ihr da nicht aufgehört habt, das Video zu gucken.